beim heiligen Eide geloben auch wir, am großen Gebäude zu bauen wie ihr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste dieses Festivals, wen das jetzt an den zweiten Akt der Zauberflöte erinnert, der hat ein bisschen recht. Das ist so ähnlich, wie wenn die Pyramiden auf der Bühne stehen und weise ältere Herren umherschreiten und das Wissen der Welt verwalten, aber nicht allzu viel darüber verraten möchten. Bei Mozart schaut das eben auch so ein bisschen anders aus. Er weiß, dass das ganz gut ist, wenn dieses Wissen über die Welt nicht zu sehr geheim gehalten wird. Und so halten wir es bei der Klarinettengesellschaft auch. Das ist eigentlich der Sinn der Übung. Wir möchten alles das, was unsere Mitglieder über die Klarinette wissen, weitergeben an die anderen, die da vielleicht noch eine kleine Lücke haben oder dafür aber was anderes wissen. So was nennt man Austausch und den kann man nur fördern. Und der findet hier in diesem Hause ganz besonders gut statt. Der Worte des Dankes waren genug. Ich kann mich da nur anschließen, lieber Heiner. Es ist ein Geschenk für uns, das machen zu dürfen, was wir jetzt nachher hier weiter tun. Denn wir haben hier nicht nur due pupille amabile, sondern wir haben hier sechs Augen, die lieblich dreinblicken und wir haben drei Kehlen, die wunderschön singen werden. Damit Sie wissen, was es mit diesen Notturni auf sich hat, möchte ich einen Zeitgenossen des Anfangs des 20. Jahrhunderts sprechen lassen, der ein berühmter Mozart-Forscher ist, Dr. Bernhard Paumgartner. Der hat 1920 ein Buch in dem Münchner Drei-Masken-Verlag zu dem Thema geschrieben, Mozarts gesellige Gesänge. Und da hört sich das so an. Als anmutigstes Denkmal der frohen Beziehungen Mozarts zu dem Jacquinschen Familienkreise, Klammer auf, Jacquin war ein Biologe, Naturforscher, den Mozart in Wien kannte und dessen Familienkreis für gelegentliche Privataufführungen diente, sind uns aber die erwähnten dreistimmigen italienischen Canzonetten, in Klammern Notturni, zu Texten Metastasios, der Mozarts Lieblingsdichter gewesen, geblieben, übervoll von jenen unvergleichlichen Zügen der Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, genial im kleinsten Rahmen und echtester Mozart in jener klugen Pointierung des Wortes und in jener sanften, tief melancholischen Kantabilität inmitten heiterster Laune dieses untrüglichen Merkmals seiner wundersamen Persönlichkeit. Dazu eine einfache, ungemein gewählte Begleitung dreier Blasinstrumente, Basshörner und Klarinetten, die in dunkelwarmem Timbre mit den Singstimmen verschmelzen, diese bald mit ihrem Klange füllend und emportragend, bald heimlich zurücktretend. Alles in der kleinsten Form mit jener unsagbaren Meisterschaft individueller Instrumentierung behandelt, die in der Entführung und in der Zauberflöte und in den letzten Sinfonien ebenso leuchtet und wärmt wie in den kleinsten, oft flüchtigen Werken Mozarts. Dr. Bernhard Paumgartner, 1920. Wir müssen uns also nicht unbedingt einbilden, wir hätten jetzt irgendwie die Aufführungspraxis zu Mozart erfunden in den letzten Jahren. Alles schon da gewesen und es ist auch nicht so, dass man 1900 offensichtlich keine Basshörner hatte und deswegen so etwas nicht aufführen konnte. Von unserer Seite aus ist da offensichtlich lückenlos möglich, diese Musik aufgeführt zu sehen, wie auch immer. Wir machen das nun mit dem uns zur Verfügung stehenden Material und da sehen Sie diese etwas einfach daherkommenden Holzstücke aus Buchsbaum mit etwas Messingklappen und dem bisschen Blech hier unten dran, deswegen sagte Johannes auch Kannen, etwas despektierlich natürlich. Die Instrumente sind nachgebaut nach Instrumenten aus der Mozartzeit, das sind Wiener Basshörner um 1800 entstanden, einer Familie Hammig entnommen, die es heute noch als Flötenbauer in Markneukirchen gibt, aber man hat sich eben aus dem sächsischen Vogtland damals weit verbreiten müssen, um genügend ökonomische Existenz einfach finden zu können. Es war auch im Text schon die Rede davon, wir wechseln zwischendrin auf Klarinetten
und halten Sie mit uns die Spannung und Konzentration zwischen den Stücken, denn wir brauchen ein bisschen Zeit. Diese Klarinetten, wenn Bernhard das mal eben hochhalten kann, die besitzen ein Mittelstück, das ist jetzt eine Klarinette in B. Und wenn wir dieses Teil da in der Mitte reinstecken, haben wir eine Klarinette in A. Also kein zweites Instrument, sondern einfach nur dieses Mittelstück. Das hat damals gereicht, eine echte Ökonomie. Heute mit der großen Mechanik und den Anforderungen an das Instrument von alleine zu stimmen, geht das nicht mehr. Früher waren es mehr die Musiker, die gute Ohren brauchten. Auch etwas, was man heute durchaus wieder vermitteln kann. Diese sechs Notturni mit ihren Titeln brauchen wir jetzt nicht übersetzen oder so etwas. Lassen Sie sich einfach von der Musik leiten. Im Prinzip geht es um Liebe, meistens um unerfüllte Liebe. Das kommt bei Schubert später ja noch viel mehr. Und Mozart hat aber da auch schon aufgrund seiner Opernerfahrung ganz wunderbar geschafft, diese Möglichkeiten, die er mit diesen einfachen Instrumenten hat, in Harmonie zu sprechen und Stimmungen rüberzubringen, so zu setzen, dass eigentlich eine Übersetzung nicht notwendig ist. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit unserem zauberhaften Terzett. Corinna wird ganz kurz was die Sänger noch vorstellen und dann legen wir los. Ja? Vielen Dank. Viel über das Wissen der Klarinette erfahren und austauschen konnten, würden wir noch kurz was über die Sängerprobleme sagen. Und zwar in den Zwischenjahreszeiten, wie zum Beispiel Herbst, werden die auch ganz gerne mal krank. Und deshalb ist leider die Friederike Kühl, die Sie im Programm lesen, die liegt mit einer Angina zu Hause. Und netterweise hat Natalia Bogdanova diesen Part übernommen und wird Sopran singen, am Bass Eugenia Zume und ich bin Corinna Gönner. Viel Spaß!
Forza, Sole.
bisschen haben wir gehofft, dass es Ihnen so gefallen hat. Aber das war jetzt mehr als der Wind, den wir Ihnen noch zum Abschluss geben können. Suave, wie heißt der? Sei el vento. Ich meine, mit der Grammatik habe ich es nicht so. Sia il vento, also sanft sei der Wind, der so über die Hügel, in dem Fall über die Ostsee, streicht. Damit wollen wir uns verabschieden aus Cosi, das Terzett. In dem Fall hat Bernhard Kößling dem Herrn Mozart ein bisschen in die Partitur geguckt und das, was Mozart selber gerne gemacht hat, für uns gemacht und für Sie.
Bis die Kollegen für das kommende Stück im Saal sind und der Umbau mit dem Flügel stattgefunden hat, darf ich zwei, drei Sätze verlieren zum Kegelstadt-Trio, was Sie als nächstes hören werden. Beim Kegeln geht es um Zahlen, und Zahlenmystik war für Wolfgang Amadeus Mozart auch so eins seiner Hobbys nebenher. Es gibt natürlich Musikwissenschaftler, die schaffen es auf kabbalistische Art und Weise herauszufinden, wie oft die Zahl 3 im Kegelstadt-Trio vorkommt. Wir fangen einfach mit den ganz einfachen Dingen an und bis dann alle Musiker sitzen, finden wir dann sämtliche noch fehlenden Varianten. Das Stück ist natürlich für 3 Instrumentalisten, 3 Musiker komponiert. Es hat 3 Sätze. Alle 3 Sätze haben Tempobezeichnungen, die mit der Zahl 3 zu tun haben. Es gibt also ein 3/4 oder auch ein 6/8 ist dann auch irgendwas mit 3. Und die Relation der Sätze, das Tempo dieser 3 Sätze zu relativieren, ist beim Studieren dieses Werkes eine der schwersten Aufgaben. Ich bin sehr gespannt und neugierig, wie die drei Kollegen das machen werden. Warum 3? Das hat jetzt natürlich wieder mit dem Dreieck zu tun und ein bisschen auch mit der heiligen Dreifaltigkeit. Das hat mit vielen anderen Dingen vielleicht zu tun, aber es ist die Terz, das musikalische Intervall der Terz, was in diesem Fall rauf und runter verarbeitet wird. Und Sie werden das vor allen Dingen auch selber sehr schön hören können, in den Variationen, in der Bratsche, halber Finger, ganzer Finger. Bei der Klarinette wird es auch ausgenutzt, soweit man das eben mit den Instrumenten dieser Zeit machen konnte. Aber die Terz ist eben auch in der Aufklärung, in der Zeit, in der Mozart das alles komponiert hat, zu einem wirklich charakterbestimmenden Intervall geworden. Und wir haben eigentlich heute noch in unserem Hörempfinden damit eigentlich den Grundstein für das, was wir so hier das europäische Hören eigentlich nennen. Also ich denke, in der indischen Musik spielt die Terz einfach keine Rolle, das interessiert die nicht. Aber uns interessiert das und wir werden das beim Kegelstadt-Trio sehr schön verfolgen können. Komponiert sind eigentlich alle Werke dieses Vormittags in dieser kurzen Zeitspanne, in der Mozart in Wien war. Das war ungefähr eine Dekade. Als er um die 1780 in die Stadt kam, hat er zum ersten Mal eben die Klarinette auch vorfinden können. Vor allen Dingen auch Leute gekannt, die so ausgezeichnet gespielt haben, wie Mozarts Logenbruder Stadler, Johann Stadler. Es gab dann auch noch den Bruder, den Anton, die waren beide in der K&K Hofkapelle beschäftigt. Und über die Beziehung zum Instrumentenmacher Theodor Lotz aus Bratislava waren diese 3 auch als Trio unterwegs, so ähnlich wie Clarimonia das auch macht. Instrumentenmacher und 2 Musiker dabei, passt prima. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich bitte Heiner Schindler und die Kollegen auf die Bühne. Hola, seid ihr alle da? Ich habe genug geredet. Kommt hinein. Viel Spaß unterwegs.
Thank you.
Von 3b geht es nach 3 Kreuz. Dann können wir 3 Kreuze machen dann. Dann ist die Veranstaltung vorbei. Mozart hat beim Kegelstadt Trio selber die Bratsche gespielt. Er hätte eine Riesenfreude an Ihnen gehabt. Danke, danke. Das war einfach super zupackend und gut, das gehört nicht zur Moderation. Genau, wird aus dem Protokoll gestrichen. Ja. Bis das Streichquartett mit der Klarinette sitzt, zeige ich Ihnen ganz kurz das Instrument, was zu Mozarts Zeiten zur Namensgebung dieses Stückes geführt hat. Das Stadler-Quintett ist natürlich dann eben wieder diesem Klarinettisten Johann Stadler gewidmet. Und das machen die im Hintergrund, genau, ihr wisst, wo es lang geht. Das sah dann so aus. Wir haben eben die Bassetthörner gesehen in ihrer geknickten Form. Hier knickt es jetzt auch wieder an verschiedenen Stellen. Ich weiß nicht, ob man das gegen das Licht so besonders gut erkennt. Ich lasse es vorne liegen, dann kann man nachher noch einen Blick drauf werfen. Die Bassettklarinette ist ein bisschen kürzer als das Bassetthorn, was seinen Namen eigentlich mehr der Stimmung in F oder G nach hat. Und hier ist eben die A-Klarinette, also diese etwas tiefere Klarinettenstimmung, die Grundlage. Und dann gibt es auf der Rückseite 4 Klappen für die Halbtöne zwischen dem E, was normalerweise der letzte Ton der Klarinette ist, bis runter zum Grundton des Instrumentes. Das gegriffene C, klingend tiefes A. Jetzt hat es da so ein Vogelnest unten dran. Das folgt einer Mode der D'Amore-Instrumente aus der Zeit. Man hat Viola d'Amore gehabt, man hat Flöten d'Amore gehabt, Oboi d'Amore. Man hat alles d'Amore gemacht, weil die Liebe doch einfach ach so schmerzlich und schön ist. Und damit sie nicht so laut daherkommt, gibt es eben keine Becher, die aufgehen und in der Gegend rumplärren, sondern das bleibt alles schön bei sich. Die Spielhaltung dieses Instrumentes ist sehr eigentümlich, wenn man das so sieht, nicht wahr? Wo sich das so befindet bei den D'Amore-Instrumenten, muss ich Ihnen nicht sagen. Und weil es oben geknickt ist, passt es auch wunderbar dazwischen. Das ist also im Grunde das erste Mal, dass Mozart dieses Instrument so richtig konzertant verwendet in dem Quintett. Und er ist dann noch ein bisschen spärlich mit den tiefen Tönen. Und die Chromatik dieses Instrumentes, die können wir dann 1791 in dem alles überschattenden Konzert Köchel 622 erleben. Das gibt es dieses Mal nicht. Wir freuen uns jetzt auf das Stadler-Quintett mit Joshua Löhrer und dem Lerchen-Quartett. Viel Spaß und herein mit den Musikern. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.